Moin meine Freunde, endlich ist mein neues iPad da und ich kann wieder zocken. Und in der Zwischenzeit hatte ich mir BBFL auf meinem Handy runtergeladen, um weiter zu erforschen, und ich habe was Neues freigeschaltet. Und zwar das Hoverwaft. Ich habe richtig Bock, das jetzt mal zu testen. Ich habe es noch keine Runde gezockt. Angeblich soll es so Schockwellen schießen können. Bin ich sehr gespannt. Wir gehen rein. Wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da. Let's go. Viel Spaß. So sieht das Hoverboard aus. Also ich finde, das sieht geil aus. Das kann irgendwie Schockwellen. Ich weiß nicht, wie genau das Schockwellen schießt. Ob das die nach vorne schießt oder ob es die rundrum schießt. Keine Ahnung. 73 Damage per Second, also per Hit. 4380 Leben. Ein Passenger. Gut. Außerdem kann das Vieh wohl auch über Wasser fahren. Wir schauen es uns an. Wir müssen natürlich Glück haben, dass das halt in der Runde vorkommt. Ist halt bei Fahrzeugen so ein bisschen so. Aber das wird schon in einer Runde irgendwann kommen. Kann man damit mehr als einer Person drin fahren? Passengers. Ah, okay, dann ist das so, dass der Fahrer nicht mitzählt, sondern halt der Fahrer plus eine Person beim Hoverboard. Dadurch alle Ahnung, wer am schnellsten ist, ist drin. Sucht hier Nils. Boah, das neue iPad, das fühlt sich so geil an, Alter. Und jetzt erste Runde direkt Hoverboard. Fühl ich. Nee, Kritter und APC. Egal, Megakritter ist auch nice. Direkt Krabbe. Oha, mit 3 Krabben auf der Map. Das geht nach vorne. Ach, nee, das ist nicht die Map mit den 3 Dingern, ne? Nee, mit 2. Ich habe die verwechselt. Ich dachte, das wäre das mit den 3 Dingern. Mit den 3 Punkten. Weg. Komm. Ja. Sehr schön. Soll ich bauen? Ich baue. Ich baue direkt. Krabbe kostet eh nicht viel und das ist das bessere Fahrzeug. Oh, da kommt eine Krabbe zu B, das ist nicht gut. Aber ich habe eh Low Life. Kann da eh nichts machen. Komm Leute, erste Runde auf dem neuen iPad muss ein Win werden. Oh gut, wir nehmen die Rakete ein, das sieht sehr gut aus. Oh, das... Ja, perfekt. Ich wollte gerade sagen, so einen Millimeter davor. Oh, Laser Ranger ist auch nicht schlecht. Das ist ja Nils seine Lieblingseinheit, glaube ich. Auch schon auf 8, auch nicht schlecht. Oh, Krabbe. Ah, fucked up. Und Zuka, aber Zuka ist nicht so schlimm hier. Muss die nur ausschalten, bevor die unsere Krabbe kaputt macht. Oh, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss. Ja. Sollen wir A stürmen oder sollen wir bei B verteidigen? Ah, wir haben die Mitte noch gar nicht. Hatten wir die noch nicht oder wurde die schon wieder eingenommen oder hatten wir die noch gar nicht? Ich dachte, die hätten wir schon gehabt. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Na, jetzt haben wir sie auf jeden Fall gleich. Oh, ich bin one-hit. Holy. Ah, ich gehe mal wieder zu B da mit meinem 1 AP, gucken, ob ich dann auch irgendwas reißen kann. Vielleicht noch bauen. Bauen ging. Komm, den hole ich mir noch mit 1 AP. Ha! Komm, noch ein mit 1 AP. Oh ne, da ist eine Krabbe. Die müssen mich nur angucken und ich bin tot. Komm, 7 Sekunden. Ich bleibe am Leben. Oh, was eine Runde, Digga. Oh, auch mal eben mit 5700 gecarried. Er war nie weg. Und direkt plus 7. Easy. Wir dürfen nicht vergessen, wenn Hoverboard-Runde da ist, müssen wir aufs Hoverboard sparen. Guck mal. So. Neue Operation Rumble Bay. 4x4. Also einer nimmt Zuka, einer nimmt Shotgunner. Ich würde gerne Zuka nehmen. Dann kann einer von euch fahren. So, einer muss fahren. Nils fährt. Nexus, du hattest den Shotgunner. Das macht doch gar keinen Sinn, wenn du fährst. WTF. Ah, dickes F. Und bei uns ist nicht mal das andere 4x4. Ah, Digga, das war's schon wieder komplett. Das war ja so scheiße. Boah, wir waren wieder so schlecht, Alter. Digga, wie kann man so dumm sein wie wir? Ja, wenn wir das verlieren, dann mit maximal zurecht. Boah, das tut ja weh, so dumm waren wir. Na egal, ich komme jetzt mit Scorcher. Ich denke mal, die werden jetzt gleich auch einen Scorcher haben. Also die Absprache mit dem 4x4 muss noch besser werden bei uns. Komm, wir müssen Zuka ausschalten. Mein Scorcher, Digga. Ja, keine Chance, ja.
bringt mir gar nichts. Wenn die Suka keine andere ausschaltet, die läuft schneller als ich. Aber das müssen wir eigentlich gewinnen. Wir haben so schlecht gestartet. Ich def mit Scorcher und ihr pusht. Over. Oder? Aber wobei, ey, sieht gar nicht so schlecht aus gerade. No way! Oh Mann, und die haben eine Suka und zwei. Ah Mann. Ja, Digga, es ist. Mann, die spielen so taktisch und wir spielen wie die letzten Menschen. Ja, die fahren jetzt mit dem Score. Oh. Ja, die sind mit dem Score. Oh, wir sind auch mit dem Scorcher bei B. So, wenn wir das gewinnen. Never, 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 never. Was? Wie haben wir das noch gewonnen? What? Das war die Fisch. Alter, wir haben so scheiße angefangen. Wir haben so schlecht angefangen. Wie konnten wir das gewinnen? Alter, ist das geil. Ja, Mann, da ist endlich das Hoverwaft. Ja, let's go. Hauptsache, ich krieg's auch. Wir dürfen nicht so eine schnelle Welle machen. Kann ich's doch heute noch testen. Was kostet es? 750 nur? Das ist ja übel günstig. Schnelle Welle. Und jetzt verkacke ich am Anfang direkt. Ich schwör's euch. Oh, 100 noch. Ich will's haben. Nein. Ja. Direkt rein damit. Und ich twice. Will jemand einsteigen? Nils, willst du einsteigen? Oh, nee, Nexus macht mehr Sinn mit seiner Shotgunner. Wir fahren zu A. Und das schießt wirklich rundrum, oder was? Einfach rein, einfach rein, einfach rein. Oha. Das ist ja übel wild. Digga. Was ein geiles Ding! Warte. Hinter. Na, schade. Es hat halt wenig Leben, aber es ist nice. Wahrscheinlich kommen die früher oder später auch mit so einem Teil an. Alter, das muss ich mir nochmal holen. Oh, die kommen mit einem Tank. Gehen die zu B oder zu A mit dem Tank? Weil ich bin mit Suka, das ist nicht verkehrt. Ja, oh, mit einem Sechser. Sehr schön. Ein paar Hits. Alter, der hat dir nichts gebracht. Das ist geil. Aber gut, dass das Hoverboard nicht so günstig ist wie 4x4, weil dann wär's zu OP, wenn du es am Anfang der Runde direkt benutzen könntest, glaube ich. Durch den Rundumschaden wäre das sonst zu OP, denke ich. Deswegen ist das, glaube ich, schon ganz passend so. Gut gebalanced. So, Laser Ranger und direkt nochmal rein. Ich fahre direkt nochmal rein. Oh, ich will wissen, ich will mal übers Wasser fahren. Ich will wissen, ob das geht. Digga, ist das geil. Oh, oh, sogar die Effekte im Wasser. What the fuck ist das geil? Oh, yeah! Victory! Geile Runde. Und noch plus 3. Dickes GG. Ja, meine Freunde, das Hoverboard ist echt mega nice. Wusste ich gar nicht, dass es so krass ist. Ich habe da auch noch gar nicht so oft gegengespielt, dass es einfach diesen Rundum-Damage macht. Echt saftig, kostet nicht viel. Wie findet ihr das Hoverboard? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye, euer Psy.